der Holger Flick und ich bin der Kurator der Ausstellung und gleichzeitig auch Kurator der naturkundlichen Sammlung vom Liechtenstein. Und die naturkundliche Sammlung vom Liechtenstein ist dem Amt für Umwelt angegliedert. Also wir gehören zu diesem Amt dazu. Also die Ausstellung geht grundsätzlich darum, in der Biologie um das Thema sexuelle Selektion. Und sexuelle Selektion erklärt eigentlich, warum es Männchen und Weibchen gibt und warum das Männchen und Weibchen nicht genau gleich ausschauen. Und das Spannende bei dem ist, also der Hintergrund, wir haben sehr viel Präparat schon von Jungtieren und uns hat aber interessiert die Vorgeschichte. Was braucht es eigentlich alles, dass es Jungtier gibt? Und dieser Geschichte gehen wir in dieser Ausstellung, die wir haben, nach. Man sieht das recht schön als Beispiel für was braucht es, dass die Eltern sich finden, zum Junge zu produzieren. In der Biologie oder vor allem jetzt bei uns, bei den Tieren, geht es darum um Balz. Also wir haben eine Balz, wo Balzarena zum Beispiel von den Bierkühnern, wo sich Männchen um die besten Arenen kämpfen oder um die besten Plätze. Die Weibchen lesen nachher das beste Männchen aus, beziehungsweise das, was der beste Platz erobern hat können. Und genau diese Geschichte zeigen wir in der Ausstellung. Und da gibt es natürlich noch ganz viele weitere Geschichten, die wir erzählen. Die Idee ist eigentlich, das Thema Natur den Leuten noch näher zu bringen. Und dass das, die Artenvielfalt, die wir vor der Haustür haben, nicht ganz selbstverständlich ist. Also die Natur, so wie sie ist, ist so vielfältig, weil es eben die ganzen Spielereien zwischen den Geschlechtern gibt. Nicht ausschließlich, aber es ist genau einer der grossen Punkte. Zumindest das, was wir als spannend und schön anschauen, das sind genau die Arten, wo es Männchen und Weibchen gibt. Wo die Männchen sich schmücken, um die Weibchen zu überzeugen. Wo die Weibchen ganz spezielle Präferenzen haben für Männchen. Männchen, die gegeneinander kämpfen, um einander auszustehen und so weiter. Das sind eigentlich die Arten, die wir häufig als spannend empfinden, wie Hirsch oder die Vielsäugetiere oder Vögel, wo einfach die ganzen Balzrituale oder die schönen Gesänge der Männchen, um die Weibchen von ihren Qualitäten zu überzeugen. Das ist das, was wir als schön empfinden. Und ich glaube, es ist so eine Take-Home-Message, dass man wirklich die Vielfalt nicht ganz als selbstverständlich anschaut. Dass es nämlich so auslagert, wie es auslagert in unserer Natur, ist genau wegen diesen vielen Spielereien, die seit Generationen und Millionen von Jahren im Hintergrund laufen. Grundsätzlich ist es so konzipiert, dass es für alle Altersstufen gerecht ist. Ja, für gesagt. Es heisst zwar Sexpartner, es geht um Sex und um Paarung, ist aber nicht sehr explizit. Also wir haben uns sehr zurückgehalten. In dem Sinn, dass wir auf der einen Seite Jungtiere zeigen, die wirklich mit dem Jö-Effekt, aber der spannende Teil ist natürlich noch die Erklärung dazu. Und er ist ja so, dass so Kinder das anschauen können, ohne Problem. Und ich denke, so für Schulklasse ist es sehr spannend, weil Kinder fragen immer wieder nach, warum ist das so? Warum schaut das Männchen vielleicht von einem Bär kein anders aus als das Weibchen? Da gibt es Gründe dafür. Und genau diesen Gründen gehen wir nach. Und ich glaube, es ist sehr spannend, für Kinder, Erwachsene, gleichermaßen. Die Eröffnung ist am 9. Mai 2013 und nachher geht sie fast ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, und zwar bis zum 12. Januar 2014.